Der Redner in dieser Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Alois Karl für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, wir haben jetzt viele interessante Reden gehört über die deutsche Außenpolitik, über ihren Inhalt, über die Ziele, über die Absichten. Ich möchte meine Rede mit verschiedenen Danksagungen beginnen. Zunächst einmal an Sie, lieber Herr Kollege Lindner von den Grünen. Sie werden überrascht sein, dass man sich bei Ihnen bedankt, aber ich sage das trotzdem. Sie haben als einziger den Haushalt überhaupt in den Mund genommen, nicht? Und die Zahlen, und darum geht es ja, dass wir uns in den nächsten Monaten darüber unterhalten, nicht minder. Lieber Herr Außenminister Steinmeier, füge ich meinen Dank an Sie an. Das wird Sie vielleicht auch überraschen, nicht? Aber dass ein CSUler sich bei Ihnen bedankt, aber das ist in der Großen Koalition in der Tat ja nichts Ungewöhnliches, dass wir uns gut gefunden haben in dieser Großen Koalition, eine politische Zusammenkonstellation, die uns in Bayern ja durchaus versagt ist, über große Koalitionen nachzudenken. So ist es hier angebracht. Für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen persönlich, mit dem Staatsminister Roth, mit der Kollegin Professor Böhmer und so weiter. All Sie haben uns gute Informationen bis dato geliefert, und auf denen werden wir in den nächsten Monaten in der Tat gut aufbauen und werden in der Tat zu guten Ergebnissen kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit unserem Haushalt, unserem Teilhaushalt des Außenministers, bewegen wir uns in der Tat auf einem spannenden Terrain. Im Schnittpunkt sozusagen der Haushaltspolitik mit der Außenpolitik, also Main Points unserer politischen Gestaltung. Und wir wissen, dass all dies, was heute schon vorgetragen worden ist und was noch dazu kommt, auch finanziert werden muss. Es ist davon gesprochen worden, dass wir ein Aufwachsen unseres Haushaltes sehen von 3,7 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 4,4 Milliarden im nächsten Jahr. Und wenn dann noch diese Zuschläge dazukommen, die am Sonntag behandelt worden sind, dann wird das noch mehr werden. Allerdings, meine Damen und Herren, ist das kein großer Grund zur Freude, wenn unsere Haushaltspositionen anwachsen, insbesondere bei der humanitären Hilfe nicht, denn wir wissen, dass wenn die Ansätze bei der humanitären Hilfe steigen, dass dies damit korrespondiert, dass Not und Elend und Leid an anderen Ecken der Welt herrschen, über die wir dann hier mit unseren Haushaltsansätzen mitreden und die wir versuchen einzudämmen. Meine Damen und Herren, das Anwachsen des Haushaltes ist auch in der Tat eine gewisse Verantwortung für andere in der Welt. Und dort, wo Konfliktherde heute sind, räumlich oft weit getrennt von uns, räumlich oft weit weg, wird uns das alsbald und sehr schnell einholen. Heraushalten ist auch keine Alternative, hat die Bundeskanzlerin an diesem Platz einmal gesagt, und recht hat sie. Und so ist unser Thema, sehr geehrter Herr Außenminister, die verantwortungsvolle Außenpolitik, Außenpolitik in Verantwortung zu treiben für Deutschland, für Europa, uns zusammen mit den europäischen Ländern und den USA. Außenpolitik, meine Damen und Herren, werden wir nicht isoliert sehen können, denn sehr bald holen uns außenpolitische Konflikte auch hier in der Innenpolitik ein. Die Wanderungsbewegungen sind fast bei allen Rednern angesprochen worden. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, haben wir gehört. Und seien wir ehrlich, nur ein kleinerer Teil kommt nach Europa. Europa hat nur einen kleineren Teil dieser weltweit so beachtenswerten und beängstigenden Entwicklung zu schultern. Und es ist richtig, was Sie, Herr Außenminister, was du, lieber Franz Josef Jung, was ihr gesagt habt, dass es in der Tat eine europäische Aufgabe ist, dieses Problem auch zu schultern und dieses Problem anzugehen. Viktor Orban hat auch in diesem Punkt gewiss nicht recht, wenn er sagt, das sei ein deutsches Problem. Wir machen unseren Job in der Tat und in den letzten Wochen, in den letzten Tagen in außerordentlicher Stärke und in außerordentlicher Hingabe.
und wir erfüllen unsere Aufgabe, glaube ich. Aber ich meine schon auch, dass wir auch hier uns ehrlich machen müssen, dass wir nicht jedes Jahr 800.000 oder 1 Million Flüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge hier vertragen können, dass das in der Tat eine europäische Aufgabe ist. Sie hatten recht, Herr Bundesaußenminister, dass Sie in der Konferenz der deutschen Botschafter vor wenigen Tagen gesagt haben, dass diese Staaten im Balkanbereich Albanien, Kosovo, Montenegro auch zu den sicheren Herkunftsstaaten gehören müssen. Wenn die auf der einen Seite den Antrag stellen, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, aber auf der anderen Seite dies ein Verfolgerstaat sein soll, meine Damen und Herren, dann passt das nicht zusammen. Dann passt das nicht zusammen, und das müssen wir auch klar und deutlich hier sagen. Wenn 99% die Flüchtlinge von dort keine Anerkennung erhalten, weniger als 1% ist die Anerkennungsquote, dann ist dieser massenhafte Missbrauch, von dem vorhin schon gesprochen worden ist, in der Tat angebracht. Auch das, was vorhin gesagt worden ist, diese Hilfsmaßnahmen in den Ländern, die Bekämpfung der Fluchtursachen, ist in der Tat von niemandem zu bezweifeln. Heute früh hat im Morgenmagazin des deutschen Fernsehens ein Herr Kleindienst gesprochen, der Leiter eines großen Flüchtlingsheimes, Flüchtlingsauffangstation in Jordanien gewesen ist. Und er sagt, mit 3 Milliarden Euro, das ist unser Beitrag, den wir jetzt seit Sonntag leisten wollen, für uns im Bundeshaushalt und 3 weitere Milliarden für die Bundesländer. Mit 3 Milliarden könnten wir in Syrien die Menschen wieder auch so weit ernähren, dass sie nicht auf die Idee kommen, wegzugehen, den gefährlichen Weg nach Europa einzuschlagen. Ein anderer Punkt, meine Damen und Herren, der mir auch etwas kurz gekommen ist, war, dass wir in den vergangenen Jahren auch manche als Failed States, als gefallene Staaten sozusagen bezeichnet haben. Ich habe mit dem Bundesminister darüber gesprochen und auch mit dem Minister Gerd Müller. Zum Beispiel Eritrea wird von uns seit Jahren nicht beachtet. Eine große Flüchtlingswelle kommt aus Eritrea nach Deutschland. Auch dort, natürlich herrschen da keine Verhältnisse wie bei uns, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, freie Meinungsäußerung, freie Presse, alles nicht gegeben, aber trotzdem, wenn wir denen mit unserem Geld auf die Sprünge helfen, glaube ich, hätten wir vieles, vieles erreicht. Meine Damen und Herren, manchmal meine ich, um die Flüchtlingsfrage abzuschließen, meine ich, wir sind in Europa auch etwas geschichtsvergessen. Wir sind geschichtsvergessen, weil wir nicht mehr rekapitulieren, dass unser Europa aus den Wurzeln der Aufklärung, aus den Wurzeln auch der Französischen Revolution sich entwickelt haben, aus der Humanität, aus der Achtung der Menschenrechte. Und in der Französischen Revolution ist neben der Liberté, der Freiheit und der Gleichheit, der Egalität auch die Fraternität, die Brüderlichkeit beschworen worden. Brüderlichkeit sagt man heute nicht mehr, man sagt Solidarität. Und zu dieser Solidarität gehört auch ein gemeinschaftliches Zusammenstehen. Und in der Tat, es ist eine europäische Aufgabe. Versagt hat nicht Europa mit seinen Institutionen, im Gegenteil. Der oft gescholtene Jean-Claude Juncker hat manches Positive in der Vergangenheit gesagt, zum letzten Mal heute Vormittag. Versagt haben oft die europäischen Länder, die sich weigern, Anteile an Flüchtlingen aufzunehmen. Es ist ein Skandal für mich, wenn von den 28 EU-Ländern 22 keinen Finger rühren wollen, um dieses Problem, das ein europäisches Problem ist, zu lösen, sondern dass wir das mit 6 Ländern alleine schultern sollen, ganz wesentlich mit Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man müsste vieles über die Außenpolitik sagen. Die OSZE feiert 40. Geburtstag. Über diese Schiene OSZE ist auch das Minsker Abkommen mit Ihnen, mit Frau Merkel verhandelt worden. Und wir sind sehr dankbar, dass zumindest ein erster guter Schritt gemacht worden ist. Es ist ein labiler Friede und kein stabiler, das wissen wir. Und wir freuen uns auch, dass wir im nächsten Jahr den Vorsitz der OSZE angetragen bekommen haben. Das kostet uns 20 Millionen Euro im Haushalt. Gut, könnte man sagen, das Geld kann man auch für was anderes ausgeben. Aber es ist in der Tat auch wichtig, dass wir diese ehrenvolle Einladung nicht ausschlagen, dass wir eine Wertschätzung unserer Politik darin sehen. Die 20 Millionen, meine Damen und Herren, sind gerade auch frei geworden. Wir waren in diesem Jahr Präsident der G8-Präsidentschaft. Es hat auch 20 Millionen gekostet. Ich habe es richtig gefunden, dass sich die Staats- und Regierungschefs
in Schloss Elmau in Oberbayern getroffen haben und vor dem Licht der Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Türen tagen mussten. Ich sage in diesem Zusammenhang auch ein Wort des Dankes, meine Damen und Herren. Ein Wort des Dankes an unsere Polizeieinheiten aus ganz Deutschland unter der Polizeiführung Bayerns, die diesen Gipfel so wundervoll friedlich über die Bühne gebracht haben. Auch das ist Ausdruck der Helligkeit in Deutschland, des positiven Deutschlands, wie die das gemacht haben. Nicht eine Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen, wenn ich mir dagegen anschaue, wie wenige Wochen vorher die Europäische Zentralbank in Frankfurt eingeweiht worden ist. Bürgerkriegsähnliche Zustände haben dort geherrscht. Und in Bayern war das so, lieber Herr Lindner, dass man das mit einem Kaffeekränzchen hätte verwechseln können. Da müssen Sie mal hinfahren, nicht nur nach Jordanien und nach Libanon oder sonst wohin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist in der Tat, es ist in der Tat bemerkenswert, dass unsere Polizeieinheiten das so hervorragend geschafft haben. Meine Damen und Herren, wir pflegen unsere Beziehungen zum Ausland. Wir sind gute Nachbarn in Europa. Wir wirken an der Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens mit. Wir haben eine gestaltende Außenpolitik. Ich danke herzlich all denen, die hier mitgewirkt haben bis dato und freue mich auf die nächsten 2, 3 Monate, wo wir in intensiven Verhandlungen den Haushalt zusammenbringen werden, dass wir auch im nächsten Jahr unseren Beitrag leisten können für Frieden und Freiheit in Europa und darüber hinaus. Vielen herzlichen Dank. So, danke. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen nicht vor und deshalb verlassen